Heftige Blutwerte nach dem Konsum von Knoblauch, was mich wirklich umgehauen hat. Ich zeige euch heute studienbasiert, was passiert mit euren Blutwerten durch Knoblauch nach welcher Zeit des Konsums. Das Gute dabei ist, auf Dauer hat man wirklich nur noch diese Menschen um sich herum, die einen wirklich lieben, quasi der harte Kern, wie in guten oder in stinkenden Zeiten. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, eine gute Tat zu verrichten, indem ihr schon mal einen Daumen nach oben da lasst. Pflanzen haben Abwehrstoffe in sich. Da gibt es einige Exemplare, wie zum Beispiel das Capsaicin aus der Chilischote, das Kurkumin aus dem Kurkuma, richtig, das Gingerol aus dem Ingwer, das Carvactrol aus dem Oregano und das Eugenol aus der Nelke und das Alin aus dem Knoblauch. Diese Stoffe führen in hohem Konsum zu Reaktionen von unserem Körper, wie zum Beispiel das Augentränen durch die Schwefelverbindungen in der Zwiebel. Apropos Tränen oder durch die Freude, dass Patrick wieder ein neues Video für eure Gesundheit erschaffen hat. Doch wer kennt das Sprichwort, was uns nicht umbringt, macht uns nur stärker. Genau das trifft auf diese sekundären Pflanzenstoffe zu. Denn was bedeutet das? Diese Stoffe kommen in geringem Maße im Blut an und haben dort die Fähigkeit, auch in die Zelle zu gelangen und dort in den Zellkern zu gelangen, indem sie das Verhalten unserer Zelle verändern. Kurkumin schmeckt mono erschreckend schlecht, doch zeigt es in Meta-Analysen aus randomisierten Menschenstudien, das heißt Goldstandard-Studien, dass es signifikant Entzündungen hemmte. Die Pflanze will nicht unbedingt, dass sie gegessen wird, aber wenn wir uns überwinden, tut es uns gut. Ähnlich wie Sauna oder eine kalte Dusche. So etwas kann nur passieren, wenn diese Stoffe mit unserer DNA interagieren und ihr neue Aufgaben gibt. Genau genommen funktioniert es so, dass bestimmte Abschnitte auf der DNA nicht mehr lesbar sind, die sonst für Entzündungsreaktionen verantwortlich sind im Körper. Doch kommen wir zurück zum Knoblauch. Was passiert eigentlich, wenn man ihn konsumiert? Doch zunächst ist es wichtig, wie man ihn konsumiert. Das Alin aus dem Knoblauch, ein Hauptwirkstoff, muss erst noch umgewandelt werden in das Allicin. Und wie passiert das? Das passiert durch das Enzym Alinase. Diese sitzt nicht in der Nase, ja, sondern in der Zellwand. Daher muss die Zellwand zerbrochen werden, damit aus Alin das potente Allicin werden kann durch das Enzym Alinase, welches ja in der Zellwand sitzt. Also den Knoblauch kurz pressen und dann liegen lassen, damit das Enzym seine Arbeit verrichten kann und dann erst verzehren oder was auch immer man damit tun möchte. In einer randomisierten Studie mit knapp 90 Teilnehmern, wovon die Hälfte Knoblauch nahm und die andere Hälfte Kapseln mit einem Placebo, konnte festgestellt werden, dass die Leberwerte eine starke Wende nahmen durch den Knoblauchkonsum. Aber wie stark? Moment. Besonders sieht man es bei Menschen ja mit einer nicht alkoholischen Fettleber, für die übrigens es kein Medikament gibt auf der Welt. Was immer wichtig ist in einer guten Studie, dass sich die beiden Gruppen vor der Studie in den Blutwerten nicht signifikant unterschieden hatten und das ist auch hier der Fall gewesen. Mal unabhängig davon, dass der Hüftumfang kleiner wurde in der Knoblauchgruppe, gibt es sehr gute Neuigkeiten für die Leber, dem einzigen Entgiftungsorgan im Körper. ALT, auch Alanin-Aminotransferase, ist ein Enzym aus der Leber. Kommt es vermehrt im Blut vor, muss die Leber geschädigt worden sein, sodass das Enzym ins Blut übergeht. Alle Probanden hatten Werte, die nicht aus der Norm waren. Ich zeige euch hier mal die Referenzwerte von ALT und die Werte in der Studie, die gemessen worden sind. Was wir hier sehen können, dass die Werte, obwohl sie nicht erhöht waren, noch weiter in das Optimum gesunken sind in der Knoblauchgruppe um ganze 4,9 Punkte, also circa knapp um nochmal 20% gesunken sind nach 12 Wochen Knoblauch. Hingegen ist in der Placebo-Gruppe bis zu einem Anstieg sogar gekommen der Leberwerte. Damit unterschieden sich die beiden Gruppen auch statistisch signifikant. Das Besondere hierbei ist, dass Pflanzen normalerweise immer regulierend auf erhöhte Werte wirken, aber sehr selten bereits Werte, die in der Norm sind, noch weiter verbessert werden. Und das ist wirklich das Besondere. Da gibt es natürlich noch andere Leberenzyme, wie zum Beispiel das AST, die genau den gleichen Trend zeigt. Diese sank weiter, obwohl sie auch schon vorher in der Norm war, ja, also wirklich dieses Enzym, was genauso wichtig ist wie das vorherige. Und dann gibt es noch ein drittes Enzym, was gemessen worden ist, weil die Wissenschaftler wollten es hier wirklich wissen. Gamma
Glutamil, Transferase, GGT aus der Leber wurde ebenfalls, obwohl es wieder in der Norm war, noch weiter gesenkt zugunsten der Lebergesundheit in der Knoblauchgruppe, nicht in der Placebo-Gruppe. Doch auch die Blutfette sind entscheidend für die Lebergesundheit. Denn die Leber ist ein Organ, wo überschüssiges Fett gerne mal einfach so geparkt wird, was im Übermaß dann dementsprechend zum Fraktionsverlust, auch ja, aber zum Funktionsverlust der Leber führt, da die gesunden Zellen durch diese übermäßige Fettansammlung verdrängt werden. Man sieht hier, dass der allgemeine Cholesterinwert ebenfalls statistisch signifikant gesunken ist, nicht aber in der Placebo-Gruppe, nur in der Knoblauchgruppe. Dieser ist aber nicht aussagekräftig. Was viel wichtiger ist, sind die Triglyceride, also Fette im Blut. Und diese sind massiv gesunken in der Knoblauchgruppe innerhalb von 12 Wochen, aber nicht in der Placebo-Gruppe. Dort sind sie sogar gestiegen. Welches Cholesterin das wichtigste ist, ist das HDL. Denn das ist das gute Cholesterin. Das kann man sich ganz einfach merken mit dem Satz, hab dich lieb. So, und das überschüssige Cholesterin, ja, wird dann dementsprechend durch dieses HDL aus dem Blut wieder zur Leber zurückgeführt. Und davon will man doch ganz besonders viel haben, oder? Ja, und das bekommt ihr auch mit Knoblauch. Ja, man sieht hier, dass das HDL wirklich signifikant gestiegen ist in der Knoblauchgruppe, aber nicht in der Placebo-Gruppe und das nur durch 400 Milligramm des Pulvers. Wenn wir beachten, dass dies der Faktor 4 ist, ja, wenn man frischen Knoblauch vergleicht ja mit dem Pulver und eine Zehe circa frisch 3 Gramm wiegt, dann kann man mit nur einer Zehe äquivalent am Tag massiv seine Leberwerte verbessern, egal ob diese schon optimal sind und seine Blutfette signifikant senken. Für die vollkommene Gesundheit fehlen uns aber noch einige Werte. Dazu habe ich dann diese Goldschnittstudie mit 90 Teilnehmern wieder randomisiert, placebo-kontrolliert dann genommen, um zu schauen, welche Auswirkungen hat der Knoblauch auf den Blutzucker. Denn der Blutzucker erhöht das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko und damit die Todesursache in Deutschland und auf der Welt und auch in der Milchstraße um den Faktor 7,7 und damit höher noch als Bluthochdruck, Rauchen und Übergewicht und so weiter. Das wissen viele nicht. Die Werte sehen wir jetzt hier nach 12 Wochen Knoblauch. Der gefastete Blutzucker sank mehr in der Knoblauchgruppe, doch noch viel wichtiger das Insulin. Das Hormon, welches den Zucker aus dem Blut in die Zelle befördert. Ebenfalls signifikant in der Knoblauchgruppe. Doch was am wichtigsten war und damit auch der wichtigste Wert, ist der HOMA-IR-Wert. Dieser ist knapp um ein Drittel gesunken, obwohl er vorher immer noch in der Norm war. Diese ginge bis 2,5 übrigens. Und trotzdem noch diese enorme Verbesserung, das macht mich schon wirklich sprachlos. Denn je tiefer der Wert, desto weniger Insulin muss deine Bauchspeicheldrüse absondern, um Zucker aus dem Blut in die Zelle zu befördern, was ein starker Marker für Gesundheit ist. Der letzte Wert, ja, ist dann dementsprechend der oxidative Stressmarker. Ja, diese sind natürlich hier, die drei, alle signifikant besser geworden. Doch besonders hier das SOD. Das steht für ein Enzym bei uns im Körper. Das wichtigste antioxidative Enzym im Menschen, die Superoxid-Dismutase. Was diese macht, sie puffert Sauerstoffradikale. Na klar, das spielt besonders eine Rolle in unseren Arterien. Denn sie beschützt das zweitwichtigste Gas im Menschen neben dem Sauerstoff. Das Stickstoffmonoxid. Dieses Stickstoffmonoxid stellt unsere Arterien breit und führt zu ausreichendem Blutfluss zu den Organen und zum Hirn sowie zu den Genitalien. Dort merkt man es übrigens als erstes, ob etwas nicht so ganz stimmt, ohne natürlich auch zur Entlastung des Herzens, wenn das Herz nicht gegen enge Arterien pumpen muss. Sauerstoffradikale puffern aber das Stickstoffmonoxid, das sonst unsere Arterien breitgestellt hätte. Und das Enzym SOD verhindert das. Und man sieht hier sehr stark, wie gut Knoblauch diese SOD im Körper ansteigen lässt, was eines der wichtigsten Marker ist für einen gut durchbluteten Körper. Zuletzt kommt ein sehr wichtiges Thema, das Thema Krebs. Dazu gibt es diese Studie mit 3200 Probanden, die über 23 Jahre gingen und beobachten, wie viel Knoblauch über die Jahre gegessen wurden von den einzelnen Probanden in der Studie. Diese wurden dann ebenfalls aufgeteilt in 4 Gruppen von wenig bis viel Knoblauch pro Jahr, dementsprechend in der Gruppe 4. Hier wurde nochmals aufgeteilt in Raucher, Geschlecht, Alkoholkonsum und so weiter. Diese wurden einigermaßen ohne große Ausreißer dementsprechend allokiert, also aufgeteilt. Das Entscheidende ist aber, was wir hier sehen, dass je mehr Knoblauch gegessen wurde bis Gruppe 4, desto niedriger war das Krebsrisiko im Darm. Wir sehen jetzt ca. Faktor 0,83. Das bedeutet auf 1 Ausgangswert gerechnet
17% niedrigeres Krebsrisiko durch Knoblauch und dabei je mehr, desto besser. Fassen wir mal zusammen. Durch den Verzehr von 2 bis 3 Gramm pro Tag, also ca. eine Zehe, konnte gezeigt werden, dass die Leberwerte, die bereits in der Norm waren, nochmals verbessert werden, sowie die entscheidenden Blutfette, wie Triglyceride und das HDL, konnte sich statistisch signifikant verbessern im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Doch der größte Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der Blutzucker, genau genommen das Insulin, konnte ebenfalls signifikant sensibler geschaltet werden durch den Knoblauch. Und zu guter Letzt zeigte sich ein Trend, je mehr Knoblauch man aß, über die Jahre und vor allen Dingen aufs Jahr verteilt und über die Jahre, desto weniger erkranken die Menschen an Darmkrebs. Daher, Leute, es lohnt sich, ein paar Menschen durch den Geruch aus eurem Alltag zu verbannen. Unterstützen könnt ihr mich auf purazell.de, wenn ihr auf laborgeprüfte Fitmacher steht, denn da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Bis gleich auf purazell.de. Dankeschön für den Support.